Die aktuelle Situation ist die, dass man seit dem 1. März keine Busreisen mehr organisieren können, keine Tickets mehr vermitteln. Und ich denke, dass wir noch bis Winter noch brauchen. Ja, am letzten Wochenende ist endlich der Fußball gestartet, vor allem in der Bundesliga. Das könnte jetzt vielleicht noch nachgehen in einer anderen Liga, dass es vielleicht im Juni weitergeht, was man hofft. Aber natürlich, Fußball lebt von Zuschauern. Und ohne Zuschauer fehlt einfach etwas auch zum Zuschauen, die Spannung. Und es ist einfach nicht das Gleiche. Ja, es hat uns natürlich recht getroffen, weil März, April, Mai sind die wichtigsten Monate jetzt. Während die entscheidenden Momente in den Ligen waren, jetzt wäre es spannend geworden. Wir haben sehr viele noch Reisen offen gehabt. Wir haben noch sehr viele Tickets vermittelt für die nächsten Monate. Und es ist alles von einem Tag auf den anderen alles storniert worden. Ja, wir sind seit Anfang März in ständigem Kontakt mit unseren Kunden. Wir haben sie natürlich sofort informiert über den aktuellen Stand. Es gibt natürlich noch Länder. Jetzt in Deutschland ist es klar geworden, dass nachdem die Regierung beschlossen hat, dass es Gastspiele sind, haben der Verein entschieden, was passiert mit den verkauften Billetten. Und dann ist es für uns auch einfach gewesen, sofort mit den Kunden Kontakt aufnehmen und ihnen unsere Lösungen anbieten und das abarbeiten. In der anderen Liga sind wir noch, warten wir. Wir wissen, dass es Geisterspiele werden sein, aber wir warten auf offizielle Statement, Entscheidungen und anhand von dem können wir dann alles andere abschaffen. Es erwartet uns noch viel Arbeit. Die Reaktionen von den Kunden muss ich sagen, sehr gut sein. Ich muss bei den Kunden wirklich an dieser Stelle noch mal einen Dank aussprechen. Sie sind alle sehr solidarisch, haben sehr viel Verständnis gehabt. Sie wissen, dass es nicht von uns abhängig ist. Niemand ist schuld in dieser Situation. Wir sind vor allem eine Pandemie. Und ich muss sagen, dass wir dran sind, das am Abarbeiten und die Kunden haben sehr gut reagiert. Ja, liebe Frontgroup-Kunden, liebe Frontgroup-Fans, der Coronavirus hat den Live-Fußball gestoppt. Aber ich bin überzeugt, der Fußball wird wieder zurückkommen mit den Zuschauern und dann werden wir wieder für euch Reisen organisieren, die schönsten Fußballstadien in Europa und die Ticketvermittlung machen für alle Ligen. Und bis dahin wünsche ich euch allen, bleibt gesund und bis bald.